Hallo Leute, ja, hier sind wir auf der Einkaufstour gewesen und ich war unterwegs, habe mal ein bisschen Kupfer abgebaut und dann war ich auch schon Holz hacken und habe das auch gemacht und jetzt haben wir hier so ganz viele Sachen im Wagen, die wir vielleicht noch rausnehmen müssten und vielleicht besser verteilen. Das können wir alles in dieser Folge machen. Ich würde sagen, ihr schaut's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm, ne? So, Wagen ist leer. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Er ist immer noch nass, ne? Es hat eben fürchterlich im Wald geregnet, aber naja, hat geklappt eigentlich. So, dann schmeißen wir erstmal das rein. Das ist voll. Den Rest könnten wir hier rein tun, wenn diese Truhe nicht voll wäre. Aber da können wir jetzt erstmal hier so ein paar Lederlappen rausnehmen. Dann machen wir das rein. Harz geht da auch erstmal rüber. Das sind hier Bronzenägel. Okay, hier ist das. Das kann auch woanders hin. Das kann auch woanders hin. Ja, diese Sämereien, die sind jetzt hier nicht so wichtig. Das können wir ruhig hier lassen. Ja, das Fleisch kann da auch rüber. Und der kann eigentlich hier ganz weg, ey. So, dann schauen wir hier mal rein. Okay, hier haben wir jetzt die ganzen vielen Zapfen oder was es auch immer ist. Buchensamen, okay. Jetzt ist noch die Frage. Spitzhacke. Was könnte man jetzt hier in der zweiten Kiste lassen? Auf jeden Fall das Harz. Ja, das Geweih ist, glaube ich, drin alles. Ja, komm, wir müssen so ein bisschen mal aufräumen, ne? Eigentlich müssen wir das alles beschriften, ne? Das wäre viel wichtiger. So, warte mal, das ist ja ein Kupferbarren. Da ist auch gerade schon wieder einer rausgekommen. Lass uns mal gerade reingehen zur Werkbank als erstes, bevor ich wieder vergesse, das zu reparieren. Also, die Bronzespitzhacke, die geht gar nicht hier zu reparieren, sondern die muss ich draußen reparieren, ne? Auch interessant. Ja. Fertig alles, oder? Ja. So, und dann ist interessant, dass wir jetzt dann noch eine Bronzeaxt vielleicht kriegen, weil die Spitzhacke haben wir ja schon. Das Abbauen ging auch ein bisschen besser vielleicht. Aber Bronzene Faustschild, Bronzenspeer. Bronzeschwert. Schlitzen 35. Was machen die anderen alle hier so? Schlitzen 30. Okay, da wäre mit 5 besser. Schaden 1000. Okay. Haltbarkeit 100%. Gewicht. Schaden 1000. Ausdauerverwendung. Wenn er 1000 macht, dann ist es ja Wahnsinn, oder? Haltbarkeit 100%, Stechen 25. Was haben wir denn sonst noch hier? Der Speer. Stechen 35, Bronze Faustschild. Ja, die Spitzhacke hatten wir gerade. Der Streitkolben kann hauen 35. Das ist alle nicht so, weil ich jetzt sagen würde, es ist besser, ne? Da haben wir noch einen Lederhelm auf, oder? Ja. Rüstung 8 hilft dann hier, Schäden zu behalten. Okay. Den Flug haben wir noch gar nicht, ne? Können wir den Boden pflügen? Bronzenägel haben wir schon gemacht. Bronze ist klar. Bronzeaxt haben wir auch. Stechen. Bronzeatgier. Den sollten wir vielleicht mal machen, ne? Aber dafür müssen wir erstmal Material haben. Aber wir wollen aufräumen. Jetzt packen wir schnell was in die Truhen. Hier ist das Geweih und die Bucheckern sind draußen. Ja, boah, ne, die kommen, die nehmen wir jetzt mal hier raus. Und das hier ist ja auch Grauzwergentrophäe. Ne, die bleibt hier. Grauzwergen-Schamanentrophäe. Was haben wir denn noch hier? Okay, die könnten wir. Ne, die, ja, oder? Die haben wir eigentlich woanders bestimmt. Was ist das hier? Ein Tannenzapfen, Kiefernzapfen, der kann auch hier mit raus. Das ist Bernstein. Okay, da bin ich noch zufrieden, wenn das hier ist. Die Federn sind auch woanders abzulegen. Honig sage ich schon, Harz, ja. Gestaltet sich alles schwierig hier dran, ne? So, jetzt haben wir hier schon ein Leder drin. Das tauschen wir mal gerade um.
Da ist noch ein Leder. Und das Fleisch kann hier auch bleiben und die Knochen sind auch hier drin, aber da ist nur einer Platz. Das heißt, wir nehmen die Kleidung raus, die braucht hier nicht drin sein. Die roten Pilze haben wir nicht, ne? Was haben wir hier noch? Honig? Ne, Bernstein. War Bernstein nicht eben in einer anderen Kiste? Bernstein war doch da, ne? Hier. Und das war Bernstein. So, hier brauchen wir nichts reintun. Hier haben wir, die sind schon voll, okay. Hier haben wir ganz viele Steine drin. Macht auch nicht so wirklich Sinn, ne? Die Skelett-Trophäe, die nehmen wir raus, die ist hier fehl am Platz. Den Rubin auch. Hier ist noch Bernsteinperle, die können wir auch rausnehmen. Hier können wir dann das reintun. Und das machen wir auch noch hier rein. Ein bisschen bessere Ordnung vielleicht mal. Die Trophäe kommt hier rein. Dann kommt der Harz raus, oder? Ja, den nehmen wir weg, das kommt hier rein. Die Perle kommt hier rein. So, den hatten wir schon hier drin, ne? Aber, dann nehmen wir den noch raus und packen den Rubin hier noch rein. Dann ist hier so eine Trophäentruhe sozusagen. Das passt vielleicht ein bisschen besser. Hier nochmal reingeschaut. Ja, da ist auch noch alles gemischt, aber mehr Essen wie sonst was drin, ne? Dann nehmen wir doch vielleicht mal das hier raus. Ne, das ist fürs Essen vielleicht eine Distel. Da kann man bestimmt ein Getränk rausmachen oder sowas, hä? Die Knochen nehmen wir auch raus. Die sind ja auch fehl am Platz. Das war Honig, ne? Ne, das ist auch Bernstein. Wow. Wo soll ich den denn jetzt noch hin tun? Das ist irgendwie ja alles mit Essen, ne? Komm, dann mach das gerade nochmal so. Und der Bernstein ist hier, dann kann. Ach, der war voll, okay. Ja, dann. Dann bleibt der hier. Geht nicht anders. Dann mach den Bernstein hier noch mit rein. So, die Kiste war fast voll. Ne, ist voll. Ist das hier hartes Geweih? Okay. So, dann bleibt uns noch diese Kiste über. Ah, hier sind die noch welche drin. Und Essen ist ja auch noch drin. Fisch und hier ist Geweihspitzhacke. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Die Steine, na, okay. Lass uns mal gerade rausgehen. Hier an die nächsten Truhen. Hier ist nur Holz drin, ne? Da können wir noch das da hinzu tun. Ne, da war's. Und hier haben wir dann noch Federn. Und was machen wir hier noch rein? Das Harz. Da oben war noch eine Portion. Na komm, dann machen wir das Leder hier noch mit rein. Was ist das hier? Uralter Samen. Ja, den brauchen wir bestimmt noch irgendwo für. Das ist bestimmt ein Sonderereignis, ne? Mach das mal hier hin. Das nehmen wir mit raus. Das Holz kommt in einer anderen Kiste. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Ordnung, ne? Oder? Das haben wir eingepackt. Hier kommt das Holz rein. Auch wenn es eine andere Sorte ist, trotzdem kommt es hier rein. So, hier können wir wieder was reinschmeißen. Das war's, wir haben nichts mehr. Hier ist noch richtig viel Kohle, ne? Die können wir auf jeden Fall auf der Seite reinschmeißen. Es ist voll. Dann haben wir noch die Kohle über, die wir hier reintun können. So, das Holz kann hier auch raus. Und die Barren nehmen wir jetzt auch mal gerade mit. Weil da könnte sein, dass wir da was rauskriegen. Warte mal, Holz war hier links. Das kann hier noch mit rein. So, das haben wir erledigt. So, was können wir denn jetzt basteln hier? Bronzepfeile, Bronze. Stellen wir erstmal das her. Dann haben wir gleich keinen Zinn mehr. Dann müssen wir ans Wasser, damit wir an Zinn dran kommen, ne? Aufwerten geht hier jetzt nicht und wir können nichts anderes bauen. Den hier wollten wir bauen. Da fehlt uns aber Holz und Bronze.
7 ist natürlich klar, dass einer fehlt, ne? Ah. Und Zinn fehlt uns dadurch, ne? Ah, das ist schade. Ja, hier ist noch Holz drin. Und kann woanders hin, ne? Das Holz kommt hier hin. So. Zinn fehlt uns jetzt definitiv. Schade. Dann können wir nichts weiter machen, weil uns halt das Zinn fehlt. Und da fehlt uns halt ein einziger hierfür. Das Leder und so, das hätten wir und das Holz hätten wir auch. Das heißt, nächste Aufgabe ist jetzt definitiv, Wagen ist leer, definitiv zu sehen, dass man, sag schon, Zinnvorkommen ausbeutet. Okay, Kohle haben wir noch ein bisschen da, brauchen wir jetzt nicht anstoßen. Achso, der Honig vielleicht hier mal rausnehmen. Der ist auf der anderen Seite rausgeflogen. Kommen wir aber auch dran, ne? Ja, du fängst an zu frieren. Okay, ja, wir gehen gerade an den Ofen, da ist wärmer, ne? Ja, müssen wir dann mal gucken, ne? Honig haben wir jetzt 14. Ne, die Küste mache ich jetzt da nicht dann. Dann mache ich das mal hier gerade rein. Das ist das. Und das ist das. Ja, jetzt müssen wir ein Zinnvorkommen noch plündern. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Ja. Ist jetzt die Frage, wohin, ne? Haben wir alles? Wir sind fit. Nehmen wir einen Wagen mit? Ich denke schon, ne? Und das mit dem, ich bin nicht an der richtigen Position. Das ist auch so der Bringer. Aber es ist dunkel. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht erstmal für die Nacht bereit machen, ne? Erstmal eine Runde schlafen. So. Gucken wir mal, ob wir träumen. Du fällst in einem Team schlafen, träumst nur von der Dunkelheit, ne? Das ist auch mal was, ne? So, dann wird es Tag wieder werden. Hier hatten wir ja nicht noch zufälligerweise irgendwo einen Barren, ne? Ne, Steine, die sind wir steinreich. Da müsste man auch mal gucken, was wir mit Steine noch basteln können, oder? Ja, aufwerten ist nichts, ne? Ja, gut. Jetzt haben wir das erst geschafft. Vorhin habe ich irgendwie einen gehört hier, ne? Waren die hier irgendwo? Weiß nicht, ob hier irgendwo einer rumläuft. So, ich glaube, wir fahren mal da hinten hin, weil ich glaube, wenn wir dann an der Küste lang kommen, dann wird es am besten sein, oder? Was liegt hier noch alles rum? Irgendwelche Samen wahrscheinlich vom letzten Mal. Aufräumen ist das liegen geblieben. Ja, da war auch noch Harz. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht, oder? So, Angriff steht da unten. Ich muss jetzt keinen angreifen, oder? Ach so, hier vorne rechts, da war ja vorhin... Nicht vorhin. Jetzt ist unsere Kiste kaputt, oder was? Nee, da ist er. Okay, haben wir nochmal Glück gehabt. Wir sind noch richtig, oder? Ja. Hier sind diese komischen Viecher noch. Die brauche ich aber nicht, oder? Wo sind wir denn jetzt hier? Ne, wir müssen weiter nach da vielleicht rüber.
Da vorne war auch irgendwo ein Skelett letztens noch, ne? Ah, warte mal, hier links ist noch eine Gruft. Die haben wir aber schon leer gemacht. Und das Zinnvorkommen war im Wasser, ne? Ich glaube, da rechts ist ein Wildschwein, oder? So, und jetzt müssen wir hier irgendwie, ich höre Pfeil und Bogen, ne? Ah, da ist ein Skelett. Da war ein Skelett, ne? Ist noch einer zu Hause? Glaub nicht, oder? Ist keiner da. Wir waren da unten drin. So, das heißt, jetzt müssen wir hier am Wasser gucken. Ich glaube, weiter rechts runter war dann auch Zinn, ne? Na, der sieht schon ganz schön mitgenommen aus, aber ich glaube, hier kann ich den nicht reparieren. Ist da schon Zinn? Ne, ne, oder? Es glänzt so, ne? Aber es ist keins. Ist nur Stein. Müssen wir mal schauen. Da ist so ein Oller Nexe. Ah ja, glaubt, jetzt läuft die hinter mir die ganze Zeit hinter. Oh, da ist auch so ein Viech, ey. Also ich habe auch ein Pech mit diesen großen Viechern, ne? Kommt der denn hierher? Nee, ne? Weiß auch nicht, warum immer meine Dinge jetzt außer Hand kommt. Sag schon. Meine Axt ist immer weg. Der steht da immer noch, ne? Super. Aber den kriege ich nicht. Das macht nämlich keinen Sinn. Der ist einfach zu stark. Jetzt rennt er weg, ne? Schisser. Ja, okay, wenn wir da lang nicht kommen, dann gehen wir mal da lang, ne? Vielleicht finden wir hier was. Weil hier ist tatsächlich auch so ein düster Wald, oder? Ist das da vorne was ganz Besonderes für mich, was ich brauchen könnte? So diese große Fläche hier, vielleicht Kupfer? Oh, warte mal, das sieht nach Zinn aus. Sehr gut. Na, dann finden wir jetzt hier was. Gut, das heißt, wir können Kupfer machen. Aber dieser Flatschen ist, glaube ich, nix, oder? Ne, ist nur ein toller großer Stein. Ist der Dicke noch da? Ne, ne? Ne. Das war jetzt hier aber kein Zinn, oder doch? Oh, doch. Dann nehmen wir das natürlich auch noch mit, ne? Ein kleines Wäldchen. Scheint läuft hier auch wieder so ein Riese Troll rum oder so. Na, hier ist schon zu Ende. Das war nur so eine ganz kleine Ecke. Nee, sonst ist hier nichts. Gut, dann laufen wir mal in diese Richtung weiter. Hier ist aber nichts, ne? Feuerstein kann man wahrscheinlich hier finden. Aber den brauche ich jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt. Zurzeit nicht, würde ich sagen, ne? Ist das, was vorkommt? Ne. Zwei Wildschweine, den brauche ich jetzt aber nicht. Dann laufe ich doch mal hier lang, oder? Ja, mir kommt es vor, als ob wir auch so ein Schifflein vielleicht mal bauen müssen, oder? Ist ja hier eine schöne Gegend, ne? So hier mit zwei Rehen und so. Ja. Hätte ich die Waffe gewechselt, hätte ich sie wahrscheinlich beide kriegen können, ne? Das ist nur ein einfacher Stein. Hier gibt es nichts, was ich noch brauche, oder? Ja.
Jetzt muss ich doch die Waffe wechseln. Den Harz brauche ich aber auch nicht mehr. Ist hier irgendwo was Schönes? Nee, ne? Ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.